Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Simon, der Zauberer. Simon the Sorcerer. Und ja, da schleppen wir unseren Mantel hinterher. Und wir haben ja jetzt in der letzten Folge mit den alten Knackern oder uns unterhalten. Tut mir übrigens leid, dass es so lange gedauert hat jetzt mit der nächsten Folge. Aber gut, so war das nun mal. Ja, wir gehen jetzt in den Wald. Shopping. Ja, irgendwas ist hier schon wieder falsch. Ob das in der Mischung aus Englisch und Deutsch ist, keine Ahnung. Scheint aber großteilig Deutsch zu sein. Oh. Wir sind im Wald. Alles klar. Okay. Jetzt. Pass doch mal auf. Wir laufen. Nach rechts zweimal. Oh, wer kennt ihn nicht? Diesen Wald aus Monkey Island. TM. Dir los, mein Freund. Kannst du mir helfen, Junge? Was ist denn los? Haben wir ein Problem? Es ist dieser Dorn. Er steckt in meinem Fuß. Ich kriege ihn nicht raus. Oh. Wie hast du mit dieser schlimmen Wunde überlebt? Es war nur der Mut eines Bären, der mich vor dem Durchdrehen bewahrte. Na gut, lass uns mal einen Blick drauf werfen. Gleich hab ich ihn. Es könnte ein wenig stechen. Schon fertig. Oh mein Gott, das war riesengroß. Vielen herzlichen Dank. Ich stehe für immer in deiner Schuld. Ist schon okay. Na gut, aber hier, nimm diese Pfeife. Oh. Wenn du jemals Hilfe brauchen solltest, dann blase einfach hinein. Danke, ein netter Kerl. Hört sich gut an, oder? Und das, wir werden bestimmt Hilfe brauchen. Der Tag wird kommen, Leute. Der Tag wird kommen, oh ja. Und der wird nicht allzu weit entfernt sein. Okay. Haben wir unseren besten Freund gemacht. Also geht doch. Wir müssen doch hier was machen, oder? Ah. Wir gehen eins weiter. Okay, Freund. Okay. Hast du etwas Holz übrig, mein Freund? Hast du gerade etwas gehört? Oh. Hä? Geht nicht. Irgendetwas. Ich könnte schwören, ich hätte eine Stimme gehört. Ich glaube, ich muss mich mal hinsetzen. Geh von mir runter! Unter dir konnte ich nicht atmen. Mein ganzes Leben lief vor meinen Augen ab. Es muss eine logische Erklärung dafür geben. Du könntest mich wenigstens mal ansehen, wenn ich mit dir rede. Nur weil ich bettle, muss ich doch kein schlechter Mensch sein. Ja. Ja, es tut mir leid, ich habe mit dem Spieler geredet, nicht mit dir, was? Tut mir leid, aber ich habe noch nie zuvor einen sprechenden Baumstumpf gesehen. Ich glaube, ich werde langsam verrückt. Schönen Tag noch. Tut mir leid, aber ich habe nun mal noch nie zuvor einen sprechenden Baumstumpf gesehen. Ich kann mir nicht erklären, wie solch ein absurder Gedanke in meinen Kopf gelangen konnte. Warte. Versuchst du deine Muskeln spielen zu lassen, oder was? Wir sind Holzwürmer! Wir brauchen Holz zum Leben! Dieser Baumstumpf ist so gut wie ausgesaugt! Oh, die sind hier im ganzen Wald. Brauchen wir so ein Holz geben? Pardon, hab nicht gemerkt, dass ihr Holzwürmer seid. Du hast nicht wirklich geglaubt, du redest mit einem Baumstumpf.
Ich habe nicht damit gerechnet, im Holzwurm zu sprechen. Stolz darauf, weder mit Baumstümpfen noch mit Holzwürmern zu sprechen. Kennt wir doch aus Harry Potter, oder? Ist nicht Tante Petunia auch stolz darauf? Nee, er ist stolz darauf. Oh Gott. Für was für einen Trottel hältst du mich? Entschuldigung, ich glaube, wir hatten einen falschen Eindruck. Mhm. Warum könnt ihr überhaupt sprechen? Das ist ja wieder mal typisch. Du hast gerade behauptet, wir könnten nicht sprechen, nur weil wir Holzfäller sind. Lass mich dir mal was sagen, mein Freund. Deine Haltung ist so verdammt typisch für die gesamte Menschheit, dass mir schlecht wird. Du hast nie versucht, mit uns zu reden. Du meintest gerade, Holzfäller könnten nicht reden. Es ist einfach nur Rassismus. Gedankenrades. Okay. Rassismus gegen Holzwürmer? Rassismus gegen Holzwürmer? Und genau das ist Teil des Problems. Du betrachtest uns nicht mal als Volk. Nun, berichtige mich, wenn ich mich irre, aber... Wir haben das gleiche Recht zu atmen wie du. Okay. Okay, alles klar. Achtung, und jetzt pander to them? Tut mir leid, okay? Und dann wird es normalerweise schlimmer. Tut mir wirklich leid. Nun, was wir wirklich wollen, ist etwas Holz von wirklich hoher Qualität. Etwas von wahrer Klasse. Teak, zum Beispiel. Oder Gelbholz. Ich meine Treibholz. Wie wär's mit einem Stück Ebenholz? Ich meine, es soll eine Eiche sein. Und ich sage Balsam. Ich bin immer noch mit Teak einverstanden. Welche Glück, was du denkst. Pass auf, Freundchen, sonst passiert was. Oh ja? Ja. Es ist Jahre her, dass wir zuletzt Gelbholz hatten. Es ist Jahre her, dass wir überhaupt Holz hatten. Teak. Also. Das hört gar nicht mehr auf, das ist echt gut, ja. Leute, das ist richtig geil, ey. Okay, also. Na gut, schön. Komm. Alles, um einen Holzwurm in Not zu helfen. Du wirst es nicht bereuen, hörst du? Okay, also was haben wir jetzt gesagt? Mahagoni, oder was? Ich glaube, Mahagoni, da waren sich jetzt alle zufrieden damit, okay. Oh Gott. Oh, was ist das? Ein Hündchen? Eine stabile Holztür. Jetzt können wir alles nicht angucken hier. Da gibt es noch den Brunnen. Okay, gehen wir zum Brunnen. Es ist ein sehr tiefer Brunnen. Das geht doch so nicht. Ah, Griff. Mhm. Auch ein Häuschen hier. Angeblich ein Hexenhäuschen. Hätte ich mir jetzt prinzipiell anders vorgestellt, aber gut. Ah, auch die Hexen, da muss ja mal das Häuschen irgendwann gebaut worden sein. Da muss ja dann jemand mit Fachverstand das Haus gebaut haben. Außer, es sieht halt wirklich komisch aus und dann weiß man es aber, dass es komisch aussieht. Dann merkt man das schon, dass es vielleicht nicht ganz so vom TÜV abgenommen wird, keine Ahnung. Ah, da kommen wir an eine Lichtung. Oh oh. Was möchte ihr denn roten hier? Kommt da über meine Brücke gelaufen?
Los geht's. Ich bin's doch nur, der kleinste Ziegenbock Ruff. Ich bin auf dem Weg ins Tal, um mich fett zu fressen. Dann werde ich dich verspeisen. Oh nein! Bitte friss mich nicht auf. Ich bin viel zu klein und auch nicht fett genug. Warte, bis der zweitkleinste Ziegenbock vorbeikommt. Der ist viel fetter als ich. Na gut, dann ver... Einen Moment mal, darauf will ich schon mal reinfallen. Wenn das so weitergeht, fliege ich am Ende in den Fluss, wie immer. Nein, das ist total falsch. Schauen Sie hier, auf Seite 23 des Textes. Ich sage, der ist noch viel fetter als ich. Woraufhin Sie sagen, na gut, dann verschwinde. Und dann warten Sie auf den zweiten und so weiter. Das ist doch so einfach. Jetzt passen Sie mal auf, Mr. Gruff. Jeden Tag werde ich in den Fluss geschmissen, aber jetzt habe ich genug. Ich verhungere. Deshalb werde ich dieses Kindermärchen etwas ändern. Ich werde sie nun fressen und ihren kleinen Freund da in die Tiefkühltruhe schmeißen. Jetzt machen Sie mal halblang, Herr Troll. Sie haben einen Vertrag für den Job unterschrieben. Also sagen Sie Ihren Satz und lassen Sie mich durch. Oder fangen Sie schon mal an, Ihr Büro zu räumen. Jetzt sag ich Ihnen mal was. Mir ist dieser Job und dieses Büro total egal. Ich bin gerade dabei, meinen Vertrag mit der Gruff und Gruff AG zu kündigen, indem ich einen meiner Arbeitgeber fresse. Können wir das nicht ausdiskutieren? Das ergibt für Sie doch keinen wirtschaftlichen Sinn. Warum besprechen wir das Ganze nicht noch einmal? Tut mir leid, Herr Gruff. Nur der Stärkste überlebt. Schauen wir uns mal die grundlegenden Instinkte an. Ich bin ein großer, kräftiger Fleischfresser. Und Sie ein schwacher, wehrloser Pflanzenfresser. Rechtlich gesehen sollte ich momentan Ihre Überreste aus meinen Zähnen entfernen. Um nochmal auf den Text zurückzukommen. Wie Sie sehen, hätten Sie bei einem Verzicht auf mich die Möglichkeit, meinen etwas größeren und fetteren Bruder dort zu verspeisen. Mr. Gruff, Sie sind ein sehr zuvorkommender Arbeitgeber. Ich hatte immer mein Weihnachtsgeld. Darum habe ich mich entschlossen, Sie nicht zu fressen, sondern wirtschaftliche Maßnahmen zu ergreifen. Ich gründe eine Zollstation. Niemand darf bis auf Weiteres über diese Brücke. Er gründet eine Zollstation. Es gibt noch andere Trolle, das wissen Sie ja. Siehst du nicht, dass ich zu tun habe? Okay, dann reden wir mit dem Troll. Oh mein Gott, einen wunderschönen guten Morgen, Herr Troll. Darf ich die Brücke überqueren? Darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie die Rechte auf Ihrem Plakat falsch geschrieben haben? Darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie Rechte auf Ihrem Plakat falsch geschrieben haben? Gleich zeige ich dir meine Rechte, du Linker. Du Linker. Was haben wir denn für ein Problem? Das ist immer, was haben wir denn für ein Problem? Ich finde es so herablassend. Was haben wir denn für ein Problem? Oh, Prinzessin, was haben wir für ein Problem? Warum redet der so? Okay. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Troll. Darf ich die Brücke überqueren? Niemand darf über diese Brücke, bis ich zufrieden bin. Okay, das sieht ja auch sehr interessant aus, das Astloch. Oh mein Gott. Deswegen sind die Elben so glücklich morgen, die Elfen. Und gehen bei... beim Morgentau. Ah, naja, gut. Sie haben Glück, ich bein, ein Geschäftsreisender für Zufriedenheit. Was ist Ihr Begehr, der Herr? Und was für eine schöne Brücke das ist. Und was für eine schöne Brücke das ist. Ich mache sie jeden Tag sauber. Solange ich nicht zufrieden bin, darf sie niemand überqueren. Okay. Na gut, was ist denn Ihr Begehr? Der Herr? Ich sagte doch, Zufriedenheit, was
was auch immer das ist. Okay. Und warum sind sie unglücklich? Zufriedenheit ist ein kleiner, behaarter Nager mit einer krankhaften Neigung. Was? Zufriedenheit wird erlangt, wenn ein Verlangen oder Zweifel beseitigt ist. Zufriedenheit wird erlangt, wenn ein Verlangen oder Zweifel beseitigt ist. Warum sind sie unglücklich? Jeden Tag kommen diese saftigen, fetten Gruff-Burger hierher, um über die Brücke zu gehen. Ich weiß, wie die Geschichte verläuft, aber ich sterbe vor Hunger. Und bis ich nicht eine Ziege zu essen bekomme, darf niemand über diese Brücke. Okay. Wie hätten Sie Ihre Ziege gerne? Okay, Sie könnten etwas Fleisch auf den Rippen vertragen. Ich hätte die Zweier schon gefressen, wenn der große Bruder nicht wäre. Er ist eine verdammt starke alte Ziege. Wenn ich eine Klaue an sie lege, dann... Oh, müssen wir dann den wegmachen, oder was? Okay, schlechte Karten, was, mein Freund? Können Sie nichts anderes essen als Können Ziege? Können Sie nicht was anderes essen als Ziege? Nichts ist gleich geblieben. Ich habe schon andere Sachen probiert. Hühnchen, Hasen, Schweine. Nichts schmeckt so wie Ziege. Alles, was ich will, ist eine Ziege zu fressen. Ist das zu viel verlangt? okay. Ich muss jetzt gehen, mein Wombat füttern. Wie hätten Sie Ihre Ziege denn gern? Gekocht. Wäre nett. Seit Jahren hatte ich keine Ziegensuppe mehr. Ich sehe mal, was ich arrangieren kann, okay? Okay, einen Moment bitte. Was ist denn das für eine Pfeife um Ihren Hals? Das ist eine magische Pfeife. Magisch? Gib's her. Das hat ja viel gebracht. Wo waren wir doch gleich? Ach ja, ich wollte gerade vorschlagen, dich anstatt. Hoch dir dieser Typ Ärger! Ja, schnapp ihn dir! Okay! Oh. Machst du meinem Freund Ärger? Nein, Nigga. Es scheint, als wäre oh. Was soll ich mit ihm machen? Wirf ihn in den Fluss. Okidoki. Boah. Ist alles okay? Ja. Vielen Dank. Bis dann. Guter Wurf. Die Ohrfeigen waren gut. Oh Gott, okay, alles klar. Oh, Scheiße. Ach ja. Okay. Können wir das Schild nehmen? Auf dem Schild steht Gleichberechtigung für Trolle. Echt? Gleichberechtigung für Trolle? Ich dachte, auf dem Schild ist das Wort Rechte falsch geschrieben. Oder Gleichberechtigung? Okay, da steht das Wort Recht drin. Alles klar. Wir können das Schild mitnehmen. Na klar, nehmen wir das Schild mit. Hallo? Jetzt gehen wir weiter. Okay. Na also, Leute, dann gehen wir weiter. Na, hallo? Oh, wo müssen wir jetzt? Unten oder oben? Gute Frage. Ich glaube, wir müssen direkt nach rechts müssen wir gehen. Nach rechts. Oh, auch eine hübsche Brücke. Die Natur. Auch hübsch, gell? Könnte auch so ein chinesisches Tal hier sein. Irgendwie. Der Dorfdepp. Ah. Hallo Dorfdepp. Haben wir ein Problem? Bist du ein Bauer? Sehe ich aus wie ein Bauer? Nein, aber vielleicht willst du auf ein Kostümfest. Ich verstehe. Weißt du etwas über magische Bohnen? Was? Nicht die Bohne. Also verstehst du doch etwas davon? Oder wie darf ich das verstehen? Nein. Du bist mir eine große Hilfe.
Komm, wir reden nochmal. Ich weiß, glaube ich, doch etwas über Bohnen. Warum wachsen meine Bohnen dann nicht? Hä? Ich habe sie hier eingepflanzt, weil sie noch keinen Zentimeter gewachsen sind. Okay. Na, genau, vielleicht brauchst du, willst du sie gießen? Vielleicht solltest du sie gießen. Gießen? Warum sollte ich das tun? Um sie wachsen zu lassen. Ha, klingt nach einer guten Idee. Ich sag dir was. Geh und hole Wasser. Ich passe auf sie auf. Ich bin dir einen Schritt voraus, Bube. Nun steh da nicht rum. Bube. Gieß es auf die Bohnen. Du hast sie ertränkt. Ich muss sie trockenlegen gehen. Ich glaube, das war mein Stichwort. Hm. Okay. Okay, okay, alles klar. Sehr seltsam. Ich dachte jetzt, die wachsen vielleicht? Nee, die wachsen also nicht, alles klar. Ah, er ist weg. Und wir haben die Bohnen genommen. Oh. Die habe ich vom Dorfdepp im Wald bekommen. Die habe ich vom Dorfdepp im Wald bekommen, Leute. Also bitte. Also bitte. Gottes Willen. Ach, Leute. Karte. Wir benutzen jetzt die Karte. So. Kreuzungen. Trollbrücke. Dorf. Hexenhäuschen. Ausgang. Ne, wir gehen zum Dorf. Ha, und da können wir jetzt nämlich hier hin. Ja. Und jetzt gehen wir zurück. Ich glaube hier lang und danach links, da kommen wir nämlich zu unserem Häuschen. Haben Sie Psst gesagt? Wer? Ich. Was liegt an? Mit dem hatten wir schon letzte Folge gesprochen. Günstigen antiken Porzellanfiguren interessiert. Das kommt deswegen, weil ich musste neu starten, weil mein PC hat sich ja verabschiedet. Deswegen ist es ein neuer Speicher. Nein, danke. Ich habe auch noch andere preiswerte Antiquitäten. Jede kostet nur ein Goldstück. Tut mir leid, ich bin nicht interessiert. Wer braucht schon Kunden wie Sie? Da, 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 da. Okay, jetzt gucken wir mal. Jetzt müssen wir, glaube ich, hinter das Haus gehen. Irgendwie. Können wir da hier dahinter gehen? Ja. Komposthaufen, alles klar. Und da werden wir jetzt die Bohnen reinlegen. Oha. Wow, das muss ein guter Kompost sein. Mhm. Und wir nehmen die Wassermelone mit, natürlich. Selbstverständlich. Und jetzt gehen wir wieder über die Karte. Also das kriegt man ja im Spiel so gar nicht. Gar nicht hin. Wenn man das richtig, richtig selber alles lernen muss und spielt im Leben. Im Leben nicht, Leute. Trollbrücke. Da sind wir leider gewesen zur Trollbrücke. Was ist denn das für ein... Oh. Kannst du mal bitte still sein? Tut mir leid, Alter. Ich kann dich nicht hören. Jetzt hör doch mal kurz auf. Ich bitte um Verzeihung. Danke. Wie kann ich dir helfen? Was zur Hölle ist das? Dieses Ding ist ein Sausophon. Das ist ein Musikinstrument. Willst du mich verkackeiern? Wie meinst du das? Was ich gehört habe, klang nicht nach Musik. Ich verstehe, alter Junge. Guten Tag noch. Hier bleibe ich keine Sekunde länger. Junge, geh zurück. Simon, geh zurück. Mach mal die Wassermelone da rein. Er ist kaputt. Das ist ein Glückstag.
Ich besitze zufälligerweise eine Reparaturwerkstatt für Musikinstrumente. Ich mache es dir blitzschnell wieder einsatzbereit. Wirklich? Sicher. Gib mir nur eine Stunde für dein kostbares Stück. Okay, Barde. Na, nee, ist klar, das ist ein Barde. Logo bitte Barde. Bitte beeil dich mit der Reparatur. Das sieht auch ein bisschen aus wie ein chinesischer Barde, oder? Passt mit dir zum Hintergrund. Ja, Leute. So, Achtung. Jetzt gehen wir immer weiter nach links durch den Wald. Durch den Wald. Noch weiter nach links. Wir gehen ganz nach links. Nach Westen. Oh. Eine Eule. Entschuldige mich, Junge. Ich kann mich nicht erinnern, aber macht nichts. Na klar. Nehmen wir mal die Feder mit. Und dann gehen wir wieder zurück. Oh ja. Ja. Kennt ihr King's Quest 3? Da muss man auch Tränke brauen und dann Zutaten dafür sammeln. Auch ganz cool, aber King's Quest 3 ist so fitzelig und so schwierig, und sobald man runterfällt. Oh, was ist hier los? Ja, na klar, halt, schau an, Schild. Da steht, Vorsicht, paläontologische Ausgrabungen. Paläontologische Ausgrabungen. Kann man ins Loch reingucken? Da gräbt eine merkwürdige Person herum. Okay. Hallo, ist da unten jemand? Hier ist uns niemand außer mir. Haben Sie eine Genehmigung, mein Herr? Genehmigung? Wissen Sie nicht, wen Sie vor sich haben? Sind Sie ein Pirat, der Schätzenbuddelt? Nein, ich bin der berühmte Dr. Henry Jones. Oh, echt? Der berühmte Dr. Henry Jones? Nicht täuschen. Sie sind ein Paläontologe, stimmt's? Spießer, ich bin der bekannteste Paläontologe der Welt. Ich suche nach der Verbindung zwischen Mensch und Gemüse. Sie meinen Helmut Kohl? Nein, ich meine Fossilien, mein Junge. Sie sind der Schlüssel zu diesem Geheimnis. Du hast nicht zufällig welche herumliegen sehen? Nein. Nein. Sag mir, falls du welche siehst. Okay. Bitte geh jetzt. Ich habe gerade eine neue, vielversprechende Gesteinsader entdeckt. Ich sehe schon, dass ich hier nicht erwünscht bin. Na, also dann gehen wir weiter. Immer weiter nach rechts. Was ist das für ein Gesicht hier? Die Zwergenmine. Aber da kommen wir später hin, keine Sorge. Wir gehen immer weiter schön nach rechts. Wusste ich doch, es war zu schön, um wahr zu sein. Wer bist du? Der Holzfäller. Warum habe ich nicht auf meine Mutter gehört? Oh. Entschuldigung. Was gibt's? Die Sonne scheint, hip hip hurra. Die Sonne scheint, hip hip hurra. Wer bist du? Ein Minnesänger? Ein Minnesänger? Ich mag Minnesänger. Ich glaube nicht mal du kannst mich jetzt erheitern. Womit habe ich das verdient? Okay. Was genau ist das Problem? Bäume. Bäume? Bäume. Die großen braunen Dinger mit grünen Teilen dran? Bäume, genau. Okay, und was ist das für ein Problem? Ich dachte, Holzfäller seien Probleme für Bäume. Nicht diese Bäume hier. Was? Was ist denn an diesen Bäumen so besonders? Sie haben so eine Art magischen Schutz über sich.
Die Schläge meiner Axt prallen einfach ab. Oh, okay. Hast du die Axt auch richtig rumgehalten? Hast du die Axt auch richtig herumgehalten? Ich habe versucht, sie auf jede erdenkliche Art zu halten, aber ohne Erfolg. Okay, oh Gott. Hört sich an, als ob es sich um Gummibäume handelt. Ja, das habe ich erwartet. Ja, warum gehst du nicht in den normalen Wald zurück? Warum gehst du nicht in einen normalen Wald zurück? Weil mein ganzes Geld in diesem Haus steckt. Ich kann es mir nicht leisten, zurückzugehen. In der Broschüre sah es aus wie ein wahres Holzfällerparadies. Jetzt weiß ich, warum keiner sonst hergekommen ist. Okay. Ich wette, du kommst dir so richtig dumm vor. Okay, jetzt reite nicht dauernd drauf rum. Okay. Ja, warum kaufst du nicht eine magische Axt? Warum kaufst du nicht einfach eine magische Axt? Weißt du, wie viel diese Dinger kosten? Das Einzige, das mir helfen kann, ist eine Axt aus Milrit. Milrit? Es ist eine Abart von Mithril. Und es ist das härteste bekannte Metall. Okay. Ich werde sehen, ob ich welches für dich bekomme. Nun, du hast das Problem gelöst. Was? Härter als Diamant ist doch kein Metall. Was? Hä? Härter als Diamant? Diamant ist kein Metall. Aber genau. Es ist härter als Diamant und noch seltener. Ich kenne noch nicht mal einen, der es gesehen hat. Mhm, okay. Genau, hast du schon mal die Zwerge gefragt? An der Zwergenbing ist mir doch vorbeigekommen, oder Zwergenmine. Selten? So wie Gehaltserhöhungen und so? Eigentlich nicht. Selten wie ein ehrlicher Immobilienmakler. Ich habe mit den Zwergen geredet, doch sie haben nur gelacht und mir diesen Metalldetektor gegeben. Oh. Ja, gib mal. Okay. Glaubst du, in der Gegend könnte welches sein? Wie kommt ein Metalldetektor in diese Dimension? Was machst du in dieser Dimension? Für das Wohl der Menschen arbeiten. Dieser Metalldetektor erkennt Metall. Warum nimmst du ihn nicht und suchst die Gegend nach Milrit ab? Du würdest auch nicht schlechter als ich abschneiden. Okay. Okay, alles klar, cool. Cool, Leute. Jetzt gucken wir mal. Zentrum des Waldes, da gehen wir hin zum Zentrum des Waldes. Da ist gut. Gehen wir hier oben rein, nicht in die Zwergenmine, nein. Sondern hier lang. Und dann in die Höhle. Oh. In die dunkle Höhle. Gott sei Dank ist da Licht. Okay. Gehen wir weiter. Weiter gehen wir. Oh, hoppla. Oh. Der sieht ja aber auch schick aus, die grausame Stelle. Kommt mir aber sehr bekannt vor. Die Statue eines extrem hässlichen Barbaren. Ja, aber ein Barbar. Ah, was ist hier? Na, ey, ich schaff's halt nicht. Eine solide Steinstatue eines Zauberers. Ein Zauberer. Okay, Leute, benutzen wir mal den Metalldetektor. Ich bin ein Glückspilz. Ich werde das sehr vorsichtig machen. Wow, das ist echt starkes Metall. Haben wir's? Haben wir's bekommen? Der Stelle hören wir jetzt auf
Und da geht das nächste Mal weiter und dann sehen wir weiter. Hier ist auf jeden Fall Metall vorkommen von Milrit. Härter als Diamant. Oh ja, Leute. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar und drückt die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und ihr wollt auch keine Folge mehr verpassen, meine Lieben. Macht's gut. Das macht Simon da. Morgen, alles klar. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.